Hallo liebe Trader-Kollegen, ihr seht und hört hier die Markteinschätzung für den DAX für Donnerstag, den 29. November. Wir haben jetzt Mittwoch, 28. November, 17.30 Uhr. Mein Name ist Jürgen, alias Gorilla Trader. Ich bin privater Trader und Investor. So, heute machen wir es ziemlich kurz. Ich hatte einen sehr anstrengenden Tag hier an der Börse am Handel, also wirklich 8 Stunden, fast schon Hardcore. Heute Morgen ging es gut los. Nach der Börseneröffnung war rund 50 Euro im Plus. Und irgendwo habe ich dann letztendlich geschafft, bis um ja, 14 Uhr diese 50 Euro Plus umzudrehen in ein Minus von über 200 Euro. Mit der US-Börseneröffnung habe ich dann das Blatt wieder gewendet, also die Flinte nicht ins Korn geschmissen. Die Rechnung ist immer ganz einfach. Ich arbeite 8 Stunden, habe einen Stundenlohn von 20 Euro, verdiene brutto 160 Euro dann am Tag. Das ist irgendwo so die ungefähr die Maßgabe. Letztendlich konnte ich das Blatt dann wenden und bin hier irgendwo, ich habe es jetzt nicht ganz genau im Kopf, zwischen 70 und 80 Euro plus aus dem Markt rausgekommen um 17 Uhr in etwa. Also das war, ich bin ein bisschen kaputt, deshalb machen wir das jetzt hier ziemlich fix mit dem DAX. Nach wie vor ganz klar hier die Ansage, wir haben immer noch hier eine Abwärtsbewegung. Nach wie vor. Und wir sind hier in der Distributionsphase. Also das ist immer die Abwärts- in Trendrichtung, die Akkumulationsphase. Und die Rückläufe sind dann die Distributionsphase, also die Korrekturen. Und daraus resultierend sind wir jetzt in der letzten Bewegung. Gehen wir jetzt runter auf den, ne, machen wir, das bleiben wir hier gerade schnell noch drin, wie ich denn hier zur Annahme komme. Sind wir hier in der letzten Bewegung von diesem Hoch zu diesem Tief gestern, also quasi jetzt haben wir da am 27. Genau an das 61er Fibonacci hingelaufen. Aus diesem 61er Fibonacci mit diesem schönen Doji kann man ableiten, dass wir hier die Akkumulationsphase, also die Abwärtsbewegung, weiter fortsetzen könnten. Davon muss man eigentlich ausgehen. Das sieht dann hier so aus, wenn wir hier reinschauen ins Bild, das war der heutige Tagesplan, dass wir hier aus dieser Bewegung heraus so in etwa laufen. Zielbereich wäre hier gewesen die 11.229. Letztendlich hat der DAX heute hier in diesem Bereich immer eine sehr starke Unterstützung gefunden. Wir gehen hier mal schnell rein in den Minutenchart. Das war der Xetra-Schlusskurs von gestern hier. Und permanent wurde dieser Bereich von 11.311 angelaufen, unterstützt, unterstützt und wieder unterstützt, unterstützt, leicht durchbrochen und dann letztendlich mit der Börseneröffnung USA wurde er nach unten rausgenommen. Jetzt ist er als Widerstand auf der Oberseite. Also heute war der Xetra-Schlusskurs vom Vortag, also vom 27.11. das Zünglein an der Waage. Die Handelsspanne war hier sehr zäh in dieser Marktphase. Hier, also hier in dieser Marktphase habe ich mein Geld gewonnen. Hier in dieser Marktphase, Seitwärtsbewegung, macht einfach Tasche leer. Muss man ganz klar sagen, hier bin ich wirklich massiv ins Hintertreppchen geraten, habe aber die Flinte nicht ins Korn geschmissen und hier weitergehandelt. Also die Analyse bleibt nach wie vor. Und da gehen wir rein jetzt in, das ist jetzt abgespeichert. Da gehen wir jetzt rein in die DAX-Prognose von gestern. Die hat es mir jetzt hier so abgespeichert. Nicht gut, Augenblick. Ja, jetzt hat's mir das alles so abgespeichert. Okay, dann lassen wir das. Die DAX-Prognose ist nach wie vor, dass wir hier diesen Unterstützungsbereich
Also seit das hier so ist, entfernen. So. Diesen Unterstützungsbereich anlaufen könnten bei 11.272, also 11.270. Hier könnte man nochmal abprallen und dann letztendlich diesen Bereich 11.228. Aus diesem Bereich heraus muss man schauen. Wir wissen ja, der Trend ist abwärts. Das hier ist nur die Korrekturphase, also höhere Hochs, höhere Tiefs, höhere Hochs. Und hier oben am 61er Fibonacci kann das ganze Blatt sich jetzt wenden. Für den morgigen Tag ist jetzt hier das favorisierte Szenario zur Unterseite hin, dass wir hier einfach diesen Bereich rausnehmen und dann hier ans 61er hinlaufen. Da muss man dann definitiv wieder schauen, was macht der Markt. Sehen wir eventuell auch noch ein Unterschießen. Also darunter wäre dann noch der Bereich hier bei 11.188 zu berücksichtigen, wenn das denn so kommt. Aber das werden wir morgen dann im Trading wieder uns genauer anschauen. Ich speichere das hier jetzt so ab, dann nachher. Oder im Extremfall, muss ich gerade selber schnell schauen, wäre hier der Zielbereich, also jetzt vielleicht Ende Woche, auch nächste Woche bei 10.764, wenn wir hier diesen Abwärtstrend nach unten weiter handeln. Zur Oberseite hin muss er jetzt erst einmal wieder diesen Bereich rausnehmen von 11.444, dass wir hier wiederum von einer nächsten Strecke aufwärts reden können. So, das war jetzt diese Tagesanalyse für morgen hier im DAX. Wir schauen noch die üblichen Verdächtigen an. Das speichern wir hier jetzt. So, der VDAX heute, ja, Seitwärtsbewegung. Der Linienchart hat auch kein Long-Signal gegeben. Dieses Long-Signal im Linienchart kommt erst bei 11.354. Wir schauen hier den Xetra 1-Stunden-Chart an. Auch hier sind wir aus diesem Unterstützungsbereich nach oben abgeprallt, kommen wieder in diesen Unterstützungsbereich mit der 38er EMA. Währungspaar US-Dollar, ja, ist jetzt noch tiefer unter den Unterstützungsbereich gelaufen. Also ihr merkt, ich bin gerade ein bisschen kaputt. Ich mache das jetzt richtig schnell. Das WTI-Öl, kamen heute die Lagerbestände, das hat das WTI-Öl wieder unter Druck gesetzt, erholt sich hier momentan wieder. Wenn ich aber hier so diese Gesamtbilder anschaue, ist das jetzt wiederum nur eine leichte Korrektur und dann kommt wieder das böse Erwachen und zack, 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 der Markt geht nochmal eine Etage tiefer. In diesem Sinne wünsche ich euch für den morgigen Handelstag alles Gute und wie heute um normal 8:30 Uhr beginne ich mein Live-Trading und versuche es dann hier um 11 Uhr spätestens zu beenden. In diesem Sinne, ciao, ciao.